Hör bloß auf. Ist schon schlimm genug, wie es ist. Nein, ich fange gerade erst an, Mann. Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Ja, sag ich, wenn keine Folgen kommen, gibt's richtig LAG. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch. Du darfst gut reden. Ja, jetzt halt mal die Schnauze. Ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Gothic 3. Wir müssen jetzt gehen, es hilft nichts. Und zwar im letzten Part haben wir angefangen, hier die ganzen Sklaven zu organisieren. Ich bringe euch jetzt mal hier weg. Alles ist besser, als hier von Tieren gefressen zu werden. So sieht's aus. Und wir bringen die Guten jetzt mal zurück in das Lager. Wo rennst du jetzt hin? Hallo? Ja, so viel zu dem Thema. Hier oben hast du keine Überlebenschancen. Hier oben hast du keine Überlebenschancen. Hast du eine bessere Idee? Ich bring dich weg. Ich bring dich weg. Gut. Okay. Er kommt mit. Ich bring dich weg. Ich bring dich weg. Gut. Geil. Ich bring dich weg. Ich bring dich weg. Gut. Dich bring ich auch weg. Ich bring dich woanders hin. Sehr gut. Ich dachte schon, ich müsste hier verrecken. Nee, also gut, so. Er ist nicht blau. Ich bring dich weg. Gut. So, ihr seid alle blau, 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 blau. Blau sind die Leute, die uns folgen. Er ist auch blau, komm mit. Ich bring dich weg. Gut. So, ob das ein guter Plan ist, die alle auf einmal mitzunehmen, wird sich zeigen. Ich speichere erstmal zwischen aus Angst und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal vorsichtig los. Kommt mit, Jungs. Ach du Scheiße. Okay, wie sie mich alle anstarren. So, kommt Leute, ich habe einen safen Weg für euch. Ich habe extra schon alle Gegner platt gemacht. Also da kann eigentlich, also eigentlich so vom Gefühl her, muss ich sagen, kann da nicht viel schief gehen. Yo, kommt mal mit, Leute. Genau. Das war damals in der Release-Version richtig die Qual, weil die nicht gerafft haben, was eine Brücke ist und sowas. Und da musstest du die teilweise über Anhöhen führen und so. Da war richtig Action und Rambazamba am Start. Aber mal gucken, wie gut das in der jetzigen Version geht. Wir sind 1, 2, 3, 4, 5. Okay, mal gucken, ob wir am Ende auf 5 sind, die ankommen. Wird sich zeigen, ne? So, kommt mal mit hier. Kommt mal alle mit, genau. Schön macht ihr das. Oh, guck mal, hier noch eine Heilwurzel. Die nehmen wir noch, mit, ne? So, Leute. Munter weiter, bitte. Keine Müdigkeit vorschützen. So weit ist das auch nicht, ne? Ich bringe euch in Sicherheit. Das lohnt sich auch, mir zu folgen. Glaubt mir. Gehen wir hier lang, wo nicht so viel Grün ist. Sehr schön. Ja, damals sind die auch nicht durch Stöcker und so einen Scheiß durchgelaufen. Das war alles ein bisschen problematisch. Guck mal, hier könnt ihr schön die Aussicht am Wasserfall genießen, wa? Gehen wir richtig schön einen kleinen Spaziergang machen. Ein bisschen Walking. Power-Walking für den Bauch. Weißt du? Wobei, ich glaube, um jetzt irgendwie noch irgendwie Fett abzutrainieren oder so, das brauchen die, glaube ich, nicht. Die sehen schon alle sehr abgemagert aus, also die müssen sich, glaube ich, gleich erstmal ein bisschen Eintopf oder so reinziehen, um überhaupt mal wieder Masse aufzubauen, ne? Oder so einen schönen Burger. So einen schönen Burger, Leute, hä? Habt ihr Bock? Kommt. Wir gehen zum Maggis. Wobei, ganz ehrlich, wir gehen natürlich nicht zum Maggis. Weiß ich nicht, früher war ich da gerne mal, aber inzwischen mache ich mir meine Burgers lieber echt selber. Wow. Da huckelt er sich wieder ein. Ich bin mal sehr gespannt. Ich bin demnächst den Rechner am neu machen. Dann gibt es auch ein bisschen mehr Performance. Also wirkliches Powerhouse. Und dann bin ich mal gespannt, ob das immer noch so huckelt, Alter. Das kann doch nicht angehen. So. Ich glaube, wir gehen am besten oben um die Ecke rum. Schafft ihr das hier durch? Ist ein bisschen eng hier. Ah, das tue ich euch nur an, ha? Huh? Läuft. Wer wollten die überhaupt haben? War das hier hinten schon? Oh, kacke, das ist die Brücke. Komm, Leute, wir machen hier den richtigen Extremtest. Ich speichere jetzt mal zwischen. Wir gehen jetzt gemeinsam über die Brücke rüber, wa? Habt ihr Bock, ne? Komm, auf geht's. Das ist die Kür. Guck mal, wie viel Scheiß hier auch rumsteht. Erstmal den Weg da durchfinden. Moin. Sollen wir mal eben noch den seltsamen Pilz ein? Ah, das wird nichts. Guck mal, ich sehe den einen jetzt schon, da sich vorbeischubbern. Hier müsst ihr hoch, genau. Kommt mal her. Hier lang. Das wird nichts. Das wird nichts. Kommt mal hierher. Erstmal alle hier hin. Kommt mal hierher. Oh, jetzt raffen die nicht. Wo geht er denn hin? Kacke, was tue ich nur? Okay, Leute, kommt zurück. Wir gehen zurück. Wir gehen zurück. Wir gehen andersrum. Komm, 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 komm. Hier lang, hier lang, hier lang. So ist es fein. Kommt mal alle her. Wir gehen über die Anhöhe. Wir gehen über die Anhöhe. Ich glaube, Anhöhe funktioniert. Wie früher. Seid ihr am Start? Kommt mal alle her. Komm, wir gehen gemeinsam. Kommt ihr denn da? Da kommen die doch nie hoch.
Ich versuche mal mit euch über die An... Nee, da komme ich ja selber nicht mal hoch. Scheiße. Okay, aber wir sind jetzt ja alle hier oben auf der Seite. Wenn wir von hier aus über die Brücke angreifen, könnte es klappen. Wo rennst du denn hin? Warum rennst du denn da unten lang? Oh Leute, seid ihr bescheuert? Da ist so viel Platz. Kommen alle jetzt alle mal her hier, genau. Kommt mal alle her. So ist fein. Oh ne, die raffen's wieder nicht. Komm schon, Leute. Hierhin müsst ihr. Ne, raffen die nicht. Okay, komm, wir gehen ganz andersrum. Wir gehen ganz andersrum. Komm her. Komm, komm, komm. Kommt mal alle her. Oh, er da hinten, er verabschiedet sich. Wo rennst du denn jetzt hin, Junge? Okay, wir haben einen verloren. 1, 2, 3, 4. Ja, der eine ist da hinten ins Gebüsch gefahren. Die Frage ist, sammeln wir ihn jetzt wieder ein oder laden wir einfach neu? Ich glaube, wir laden einfach neu. Komm, das geht schneller. Ich war ja in weiser Voraussicht, habe ich gespeichert. In weiser Voraussicht, wissentlich, dass das nicht so einfach wird. Und dann gehen wir jetzt einfach stumpf andersrum, ne? Ist doch ein guter Plan. Hoffentlich sind die gleich noch alle da. Kenn mein Glück. Hälfte wahrscheinlich jetzt weg oder so. Oder sonst wo gespawnt. Ja. Erstmal ein Stückchen Kaffee drauf, würde ich sagen. So, Leute. Oh, das ist so gut. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, komm. Sie sind vollständig. Wir gehen außen rum. Kommt. Wir gehen hier unten lang. Mir ist das zu kompliziert mit euch. Gehen wir einfach außen rum. Ich habe ja alles platt gemacht. Also da dürfte nichts grob Gefährliches kommen. Seid ihr noch alle am Start? Ja, kommt mal schön mit. Hier oben bitte lang. Uah. Alter, ich sehe nichts. Oh Gott, nur Gemüse und Huckeln. 1, 2, 3, 4. Ja, die Bande, die Rasselbande ist noch vollzählig. Kommt mal mit hier, schön durch das ganze Gestrüpp. Ja, so ist fein. Und dann eben hier lang. Guck mal hier. Schafft ihr das? 1, 2, 3, 4, 5. Die Rasselbande ist vollzählig. So lobe ich mir das. Oh, meine Güte. Huckel dich endlich ein. So. Ist das dein Ernst? Ja, mich nervt das mit der Huckelei da, weißt du? Kommt, Leute. Am besten, du hältst dich da raus. Wir wollten die jetzt haben. War er das? Oder sind wir noch nicht richtig? Wir müssen, glaube ich, noch weiter, ne? Komm, wir müssen noch weiter. Wir sind noch nicht richtig. Es ist mir aber nicht egal. Ich muss die ja schon an der richtigen Stelle abbringen, weißt du? Die müssen ja abgeliefert werden, die Boys and Girls. Kommt ihr hier rein? Schafft ihr das? An dem NPC hier vorbei? 1, 2, 3, 4, 5. Irgendwann ist doch das vorbei. So, mal sehen, ob das jetzt der richtige ist. Ich hoffe. Kommt mal alle her hier. 1, 2, 3, 4, 5. So ist es. Guck mal hier. Anok! Geil, der ist das nicht. Scheiße, wer war das denn jetzt? Oh nee, ich sehe schon wieder die Kommentare. Fuchs und Dödel, Mann, kannst du das nicht merken? Leute, es ist ein bisschen Zeit vergangen wieder, ne? Müsst ihr ein bisschen Rücksicht mit mir haben. Meinen Rat annehmen. Trotzdem gefällt mir das. Wer war das denn? Dann war das der andere da hinten. Kann dir doch egal sein. Da ist es mir aber nicht. Ich muss doch den richtigen finden, Leute. Als wenn das so einfach wäre. Da ist mein Reden. Das ist nicht so einfach hier in der Gegend. Dieses Lager ist sehr unübersichtlich. Möglich ist alles. Ich glaube, das war der Typ hier. Seid ihr alle da? 1, 2, 3, 4, 5. Kommt mal alle mit. Ich glaube, wir müssen uns bei ihm hier müssen wir vorstellig werden. Das hätte er doch besser wissen müssen. Kommt mal alle her. Ich glaube, das war er hier. So, ich habe hier einen entflohenen Sklaven. Ich habe hier einen entflohenen Sklaven. Sehr gut. Ich werde ihn aufnehmen. Ich habe noch einen. Ich habe hier einen entflohenen Sklaven. Sehr gut. Ich werde ihn aufnehmen. Ich habe noch einen entflohenen Sklaven. Ich habe hier einen entflohenen Sklaven. Sehr gut. Ich werde ihn aufnehmen. So lobe ich mir das. Und dann habe ich da noch einen. Ich habe hier einen entflohenen Sklaven. Sehr gut. Ich werde ihn aufnehmen. Geilo, und noch ein. Ich habe hier einen entflohenen Sklaven. Sehr gut. Ich werde ihn aufnehmen. Ich werde ihn aufnehmen. Sehr schön. Das haben wir gut gemacht. Gut, erstmal quicksafen. Siehst du aber alle auf einen Schlag hingekriegt, weißt du? Das ist schon, muss man lobend anerkennen, würde ich sagen. Oder nicht? Du wirst meinen Rat annehmen. So, jetzt gucken wir mal in unser Journal. Log. Was haben wir denn noch so in Zilden? Auf der Suche nach dem perfekten Schiff bringe die Lieferung der Orks aus Nordmar zu den Rebellen. Ich weiß, Mann, ich weiß. So, was sollen wir da machen? Bringe die Lieferung der Orks aus Nordmar zum Rebellenlager. Mir wäre wohler, wenn ihr Ziel nie erreichen. Gruppe Orks oben am Pass gesichtet. Anok. Okay, oben am Pass müssen wir mal gucken, wo das ist. Die Orks suchen einen Schmied für Zilden. Den haben wir. Inok lässt heimlich Sklaven frei.
Enoch soll erfahren, dass sein Bruder Anok ihm nicht helfen wird. Das können wir gleich machen. Irma sucht seine helle Bade. Da weiß ich inzwischen, wo die ist. Grüße gehen raus an den guten... Wer war's? Michael? Der hat mir gesagt, wo ich sie finde. Auf einem neuen Sklavenfüssel machen wir nicht. Sprich mit dem Krieger Umbrak. Für den Nachschub. Steigere dein Ansehen in Sylden. Müssen wir machen. Töte den Stadtschaman Grompel und töte die entlaufenden Sklaven aus Sylden. Machen wir nicht. Okay. Dann gehen wir erstmal nach Sylden zurück. Am besten du erledigst das. Suchen. Upp. Ach, jedes Mal das Gleiche. Suchen die Ork-Patrouille. Ich weiß, Mann. Ich weiß. Ich weiß, Mann. Ich weiß mal in die Truhe auf. Ich glaube, das stört die nicht. So. Der Pass. Dafür müssen wir nach unten gehen und dann den Weg wieder folgen. Da werden wir irgendwo so eine Ork-Patrouille finden. Ich habe ja gelernt, Ork-Patrouillen, alles was außerhalb der Stadt ist, können wir ruhig platt machen. Deswegen können wir auch nochmal zurück zu dem einen... Wir müssen eh noch ein bisschen zurück, also es gibt noch ein bisschen was zu tun. Wir müssen zum einen noch nach Okara, da waren wir noch gar nicht. Und wir müssen diesen Bauernhof noch von den Orks befreien. Das müssen wir auch noch machen. Da ich ja jetzt weiß, dass wir alle Orks außerhalb von Städten ohne Probleme angreifen dürfen, können wir das also gefahrlos durchführen. Jetzt gehen wir mal eben kurz hier lang, gucken mal, was sind das für Dudes? Das waren einfach nur das Rebellenlager, das erste, wo ich drauf gestoßen bin. Hey, oh. Was schleichst du doch hier nicht herum? Ich schleiche gar nicht, ich bin gekommen, um euch dreckige Rebellen dem Garaus zu machen. Entspann dich, ich sehe mich hier nur um. Entspann dich, ich sehe mich hier nur um. Du kannst nicht einfach hier herumstreuen, Kollege. Das ist gefährlich. Ja, wer führt euch denn an, Leute? Wer führt euch an? Unser Mann heißt Anok. Und er wird dir das Fell abziehen, wenn du uns Ärger machst. Mhm. Und wo habt ihr euer Lager? Wo habt ihr euer Lager? Wir haben kein Lager hier vor dem Pass nach Nordmar. Wir haben den ganzen verdammten Wald besetzt. Und jeder Ork, der hier durch will, wird es bereuen. Aber wenn du unseren Anführer suchst, er hat seine Hütte weiter oben auf den Hügeln. Auf den Hügeln? Ja, hab ich schon gefunden. Hab schon einen Sklaven zu ihm gebracht. Deswegen kannst du eigentlich mal ganz entspannt bleiben, Bruder. Ich tue euch schon nichts. Aber wenn das hier, dann ist das hier wohl der Pass. So. Das heißt, hier werden irgendwo die Orks herumstreunern. Wildschwein! Wuhu! Endlich mal wieder kämpfen, wa? Ist schon wieder gefühlt ein bisschen her. Dann ist noch eins. Und Flammenwurf. Ich habe noch ein bisschen Pokémon in mir drin, ey. So, mal sehen, wo jetzt hier diese Ork-Patrouille ist. Ich würde sagen, wir streifen noch ein bisschen durch die Natur. Gucken uns hier mal ein bisschen um, was wir noch finden. Und suchen erstmal nach dieser Ork-Patrouille. Hier ist schon wieder Sylden. Das heißt, da unten muss ja der Pass sein. Du-du-du. Muss auch mal wieder quicksafen. Ich muss viel öfter quicksafen, wie ihr mir ja auch immer sagt. Es gibt nichts Ärgerlicheres, als jetzt irgendwie auf Gegner zu stoßen und zack, bumm, tot, ne? Oh, wie jetzt hier zum Beispiel. Lalalalala. Gehen Sie weg! Ah, wir haben das inzwischen im Griff mit den Feuerbällen, ich sag euch das. Das läuft einfach nur noch. Das ist ein wahres Fest. Mir wurde auch schon gesagt, ich soll mal meine LP einsetzen. Die gammeln ja rum. Das ist korrekt. Aktuell spare ich die auf, weil ich jetzt erstmal in die Zauber investieren möchte. Hier, Eislanze und dann Wassermagie maxen und so weiter. Dafür muss ich aber erstmal Leute finden, die mir das beibringen. Deswegen, also ich denke mal, wir werden mal gucken, wie es diese Aufnahmesession so läuft. Ich habe brav eure Kommentare alle gelesen. Nehme aber diesmal schon am Freitag auf, statt am Samstag, weil ich Besuch bekomme am Samstag von meinem Bruder. Grüße gehen raus. Deswegen muss ich ein bisschen vorarbeiten. Das heißt, die Kommentare von Samstag werden, beziehungsweise von Freitag, sehe ich dann nicht mehr. Und wir kommen ja momentan gut voran, deswegen können wir die ruhig ein bisschen aufsparen und dann gezielt leveln, wie auch immer wir das möchten. So, ich habe keine Ahnung, ob das der Pass war. Ich glaube nicht, weil ich sehe keine Orkse. Irgendwo müssen die ja sein. Du-du-du. Wir können mal noch nach da oben gehen und da noch weiter rumeiern. Oder wir gehen erstmal kurz zurück nach Sylden, weil wir direkt bei... Lass mal erst nach Sylden gehen. Wir sind ja gerade wieder direkt an der City. Dann können wir da ein paar Quests noch abschließen. Zum einen den Schmied. Den können wir ja eben mal beauftragen. Dann können wir dem anderen seine helle Bade wiedergeben. Dann haben wir auch eine Wache. Haben wir gleich wieder zwei Quests abgeschlossen. Dann läuft das hier auch wieder. So, moin Leute. Hier alles gut? Alles in Blut auf dem Boot? Alles in Butter auf dem, wie sagt man, Kutter? Ich glaube schon, ne? So, wo sitzt denn der Typ rum?
Der letzte Scheiß. Der saß doch hier irgendwo rum. Wo ist er denn jetzt? Kadok, Silden braucht einen Schmied in der Stadt. Silden braucht einen Schmied in der Stadt. Ah, sehr gut. Endlich Arbeit. Ja. Dann sitze ich hier wenigstens nicht mehr nutzlos herum. Hey, wenn du Interesse an Schmieden hast, besuch mich ruhig in der Schmiede, Kleiner. Mach ich. Gut, dann werde ich mich mal auf den Weg machen. Mach das mal. Weißt du, das ist zum Beispiel so einer, ich glaube, der ist an sich ganz gechillter Typ. Der ist vielleicht gar nicht mal so gegen die Menschen. So, der ist so, um den tut es mir nachher dann leid, wenn wir irgendwann anfangen, die ganzen Städte zu befreien, ne? Wenn man den dann auch wegmachen muss. Weil sind ja nicht alle Orks böse. Haben wir ja auch schon in Teil 1 und 2 gelernt. Da hatten wir immer diesen einen Schamanenkumpel, den wir hatten, der dann leider am Ende doch irgendwie auch böse geworden ist. Aber auch nur, weil ihm ja keine andere Wahl eigentlich blieb, ne? Moin, ich muss mal eben gucken, ob hier die Hellebarde ist. Die Hellebarde ist nämlich nicht so wirklich eine Hellebarde, wurde mir mitgeteilt. Dies war mal eine Hellebarde, sieht aber jetzt irgendwie nach den ganzen Patches nicht mehr aus wie eine Hellebarde, irgendwie sowas. Ist in einer der Fischerhütten, in welcher weiß ich nicht genau, aber das finden wir raus. Du, moin. Die lehnt da an eine Wand. Na, bei euch alles gut? Ihr chillt hier rum, ne? Hier wird gegessen und getrunken. Das ist keine Hellebarde. Ach ja. Ich glaube, das Ding ist es. Krusch Irmak. Wunderbar. Das ist mir gar nicht aufgefallen beim ersten Mal reinlaufen. Das sah so schön nach Wanddeko aus. Ja. Aber stört ihn nicht, dass ich den ihre Deko wieder geklaut habe. Dies macht uns nichts. Nimm die ruhig, Schmied. So, der chillte da vorne am Lagerfeuer irgendwo rum. Und ihm war langweilig. Ich will endlich wieder Wache schieben. Doch, ist am Pennen, Alter. Den ganzen Tag am Ratzen, der Junge. Was ist los, Mora? Hier ist eine Hellebarde. Hier ist eine Hellebarde. Ich habe sie bei den Fischern gefunden. Ja, danke. Dann haben die Fischer sie wohl geklaut. Kann sein. So, du hast die Hellebarde selbst bei den Fischern versteckt. Was? Du bist ein faules Schwein und drückst dich vor der Arbeit. Ich soll dir wohl die Fresse polieren. Tja, dann muss ich wohl Meldung machen. Ach, na gut. Sag, was du verlangst. Gib mir Gold. Silden braucht mehr Wachen innerhalb der Stadt. Ich werde gehen. Aber Denpok sollte davon wissen. Denpok sollte wissen, dass Irmak jetzt in der Stadt Wache hält. Mach ich. Der sollte eh auch wissen, dass ich einen Schmied gefunden habe. Das gibt wieder Erfahrungspunkte. Und dann haben wir vielleicht genug, um vorstellig zu werden. Reicht dann vielleicht schon. Pfeift der Wind. Gucken wir mal. So, du bist doch Denpok, ne? Halt! Halt! Keinen Schritt weiter! Entspann dich, Junge. Also, Irmak hält jetzt Wache in der Stadt. Gut gemacht, Mora. Geil. Und ihr habt jetzt einen neuen Schmied, sein Name ist Kadok. Na, endlich. Warum hat das so lange gedauert? Mora. Dein Lohn, Mora. Danke dir. Lässt du mich ihn jetzt zu deinem Anführer, Bruder? Nein. Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Was? 3 Punkte fehlen mir noch? Scheiße, Bruder. Okay, was haben wir denn noch? Journal. Silden. Auf der Suche nach dem perfekten Schiff bringe Lieferung der Orks aus Norma zu den Rebellen. Enoch lässt heimlich Sklaven frei. Wir lassen sogar absichtlich Sklaven frei. Enoch soll erfahren, dass sein Bruder Anok ihm nicht helfen wird. Okay, dann gehen wir mal zu Enoch. Wo chillte der Typ denn rum? Ich weiß es nicht mehr so genau. Er war das aber nicht. Ne, geht bei ihm noch irgendwie was? Doch, das ist Enoch. Moin. Dein Bruder Anok kann dir nicht helfen. Jetzt nicht. Verdammt. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles alleine schaffen soll. Naja, trotzdem danke für deine Hilfe. Immer gerne, ne? Ruf bei den Rebellen ist gestiegen.
Moin, ihr Lieben, der Horn ist am Krähen oder hat kurz gekräht und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle mal einen kleinen gemütlichen Break, wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat. Lasst bitte entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback wie immer gerne unter dem Video posten und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.